Keiner hat bisher in den jetzigen Reden, woran mag das nur liegen, den Bundeskanzler angesprochen. Der ist so schlecht, dass man immer über ihn redet. Meine Güte, was für ein Armutszeugnis dieser Republik und auch dieser Schreiberlinge, die es möglich gemacht haben, dass dieser Typ Kanzler geworden ist. Dass wir ein neues Land aufbauen, ein neues, altes Land, das diese Tugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Toleranz, Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit, alles das verkörpert. Übrigens Sekundärtugenden, die Helmut Schmidt schon genannt hat und ein Typ namens Lafontaine gesagt hat, damit kann man auch andere Richtung Städten eben führen. Das ist die SPD von heute. Sarah, mach was du willst, aber du wirst stranden an dieser Stelle. Das prophezei ich dir dann auch. Na, keine Sorge, ich habe den Namen Gottschalk, aber ich versuche im Zeitkorsett zu bleiben. Aber eins muss ich jetzt schon sagen, haben Sie was gemerkt? Keiner hat bisher in den jetzigen Reden, woran mag das nur liegen, den Bundeskanzler angesprochen. Der ist so schlecht, dass man immer über ihn redet. Meine Güte, was für ein Armutszeugnis dieser Republik und auch dieser Schreiberlinge, die es möglich gemacht haben, dass dieser Typ Kanzler geworden ist. Man muss es sich mal überlegen. Ich will heute über Wirecard nicht eingehen, zu Cum-Ex will ich auch nicht eingehen, G20 will ich auch nicht drüber reden. Aber Martin hat es eben schön auf den Punkt gebracht. Ich habe die Rede einfach mal umgestellt. Wir leben tatsächlich in einer Zeit des neuen Biedermeiers. Kennen Sie das in der Geschichte? Da hat sich das Bürgertum, die Elite, die Leute, die denken, zurückgezogen, weil der Adel eh getan hat, was er wollte. Und nach dem Wiener Kongress, Sie kennen das, hat sich alles wieder zum Alten gefügt, meine Damen und Herren. Aber Gott sei Dank leben wir in einer anderen Zeit. Es gibt die AfD, es gibt euch, die ihr heute hier seid. Wir werden das Land wieder von links auf rechts drehen. Das verspreche ich euch, liebe Freunde. Und im Übrigen, ich glaube, jeder von uns kennt das Stichwort und auch die Sprichwörter. Etwas ist rechtens. Und keine Sorge, wir kommen nicht vom rechten Weg ab, liebe Freunde vom Verfassungsschutz. Denn der rechte Weg ist rechtens. Rechtsstaat kommt von diesen Wortfindungen, meine Damen und Herren. Und wir werden dem Recht in diesem Lande auch wieder zu seinem Recht verhelfen. Dazu stehen wir. Und Herr Heidenwang. Und liebe Medien, Korrektiv, wo wart ihr eigentlich? Breaking News, Umsturzversuch der SPD und der Grünen. Die wollen mal ebenso die Schuldenbremse abschaffen. Das ist link. Wir kennen das, jemand ist link. Links ist nämlich, wenn mir ein Gesetz nicht passt, dann breche ich es entweder wie die Klimakleber oder ich schaffe eben einfach die Schuldenbremse ab oder ich halte mich nicht mehr an die Kriterien von Maastricht und gebe das Geld der deutschen Steuerzahler in die ganze Welt hinaus. Und im Übrigen, es klang mir so an, dieser Radweg in Peru, der kostet mal eben etwa 347 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, pfui. Und für die Bauern ist kein Geld da, die Agrardieselsubvention weiter zu behalten. Meine Damen und Herren, entfernt euch nur gerne weiter von den Menschen, die hier den Karren ziehen. Dann wird die AfD wahrscheinlich auch im Bund bald alleine regieren können. Aber wir kennen das ja mit den Medien. Herzliche Grüße an die Medienvertreter, die hier sind. Ihr berichtet ja eh nur immer, wenn es irgendwie meint, aus eurer Sicht gibt was zu berichten. Wenn zwei eben das Gleiche tun und wir reden mit Recht darüber, ein Grundgesetz, das auf den Füßen und auf dem Gedankengut des 19. Jahrhunderts basiert, von Menschen, die Schreckliches erlebt haben, in die heutige Zeit zu transformieren und dann zu schauen, wie wir Fehlentwicklung, das klang gar nicht an, Leute sind ja aus sicheren Drittstaaten eingereist. Also wozu gab es eigentlich das Dublin-Abkommen, meine Damen und Herren? Das ist eben links. Wenn in die ideologische Welt das, was Rechtsstaat ausmacht und Regeln sind dann wichtig, wenn Sie Ihre Bewährung brauchen, dann sage ich mal, pfeifen die Linken drauf, meine Damen und Herren. Das ist die Realität und deshalb wird unsere Partei nicht von der Regierungsverantwortung abzuhalten sein. Ich fange aber heute mal etwas anders an als die Kollegen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen umgestellt. Kennen die einen oder anderen Pempelfort? Pempelfort, ich habe mir den Luxus gegönnt, in dieser Woche ein bisschen Deutschlandfunk zu hören. Gut, ich hatte auch genug Beruhigungsmittel an Bord, um das zu ertragen. Aber waren noch ein paar schöne, interessante Themen. Stefan meinte, der alte weiße Mann, ja, viele Unternehmen holen jetzt 67-Jährige wieder zurück, auch Sparkassen, weil irgendwie die Bildungsreform und PISA
Martin hat es anklingen lassen, die Frustrationstoleranz unserer jungen Leute ein bisschen leidet. Ja, und was ist in Pempelfort eigentlich los? Ich bin ja nur auch unser finanzpolitischer Sprecher, deshalb komme ich jetzt ein bisschen zu dem Thema, versuche es aber trotzdem nett und freundlich zu verpacken und interessant, Finanzen. Und warum fange ich jetzt mit Pempelfort und der Kommunalpolitik an? Und übrigens auch einen Gruß, das möchte ich mir nicht nehmen lassen, an unsere vielen Kommunalpolitiker, die hier sind. Die Kölner sind hier, ich weiß, wenn wir beim Neujahrsempfang, ihr macht einen tollen Job vor Ort und ihr seid unser Gesicht hier vor Ort. Macht weiter so, damit wir dieses Land entsprechend auch von unten her reformieren können, von der Basis, von den Kommunen aus. Und Pempelfort hat die Besonderheit, liegt in unserer schönen Landeshauptstadt Düsseldorf. Gut, die Kölner werden das anders sehen. Aber was machen die Eltern dort? Weil es sollen sich Folgendes sehen, und das habe ich dann im Deutschlandfunk gelernt, das ist wohl heute die Regel, dass Kinder sich das Essen und Trinken an deutschen Schulen verkneifen, damit sie andere Geschäfte verheben können. Was ist da so schlimm? Wir kennen das. Die Toiletten sind einfach abgewirtschaftet. Und was machen die Eltern dort in Pempelfort? Die haben Geld zusammengelegt. Ich meine, wir haben ja auch nur eine Abgabenlast von fast 50% mit Steuern zusammen. Ja, wir haben jetzt gerade wieder die CO2-Bepreisung hochgesetzt. Wir haben das Heizungsgesetz, alles völlig egal. Die legen zusammen, damit wenigstens einmal in der Schulzeit, während der Unterrichtszeit, die Toiletten gesäubert werden. Man hat stolz verkündet, hey, das hat Besserung geschafft. Die Kinder gehen jetzt wieder auf Toilette und trinken jetzt wieder regelmäßig. Meine Damen und Herren, und das trotz einer Ratsmehrheit der CDU. Ja, diese CDU, die gerade großspurig auftritt, ein Herr Linnemann, eine CDU, die in den Merkel-Jahren, und so werden sie in die Geschichte eingehen, unser Land im Kern, in den Werten, in der Energiepolitik, in den Werten unserer Zukunftsfähigkeit zerstört hat, meine Damen und Herren. Diese CDU will tatsächlich wieder in Regierungsverantwortung. Nein, Freunde, wir müssen alles tun, damit unsere Partei auf Bundesebene die stärkste wird, meine Damen und Herren. Pempelfort ist ein Synonym für die Dysfunktionalität. Und liebe Medien, schreiben Sie das gerne mit. Pempelfort ist ein Synonym dafür, wie die gesamten Altparteien unser Land, weil Sie haben ja einen neuen Fetisch, das klang ja an, der Fetisch heißt nicht mehr Facharbeiter, der Fetisch heißt nicht mehr Schulbildung, der Fetisch heißt auch nicht mehr Arbeit, weil dafür gibt es das Bürgergeld. Der Fetisch hieß in den letzten Jahren seit Merkel Flüchtlinge, 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 meine Damen und Herren. Und das baden die Kinder auch in Pempelfort aus. Es ist an uns, meine Damen und Herren, das zu ändern. Und wir werden es ändern. Auch das ist ein Versprechen an Herrn Haldenwang. Könnte natürlich auch daran liegen, dass so nette Kollegen wie Frau Schwesig von der SPD, das ist diese Ministerpräsidentin, diese blonde, ich nenne sie mal das blonde Gift, ihre Kinder auf ein Internat schickt. Tun übrigens viele unserer Kollegen im Bundestag. Hat vielleicht einen Grund, oder? Aber wissen Sie, das ist schändlich. Wir hatten mal eins der besten Bildungssysteme, den Preußen sei Dank, um in die Geschichte zu gehen. Und auch das haben die Linken, weil sie links sind, abgewirtschaftet mit ihrer elenden Gleichmacherei. Die sind nämlich die Gleichmacher. Wir sind die, die für Vielfalt, Wettbewerb in diesem Lande stehen. Und das hat Deutschland groß gemacht und nicht dieser Schwachsinn, die diese Schuldenkoalition in Berlin dort verfolgt. Ich denke, wenn wir über Facharbeiter und Facharbeitermangel reden, dann fangen wir in dieser Regierung an, denn dort herrscht der größte Facharbeitermangel. Und auch das werden wir ändern in den nächsten Jahren. Deswegen sage ich da einfach nur, ich könnte jetzt weitermachen, tue es heute aber nicht, auch aus der Kürze oder der Zeit. Ich könnte jetzt vom kleinen Pempelfort in Düsseldorf auf die A45 und die Verwicklung von Herrn Wüst eingehen. Ich könnte über es ist jetzt schon Stuttgart 24, wahrscheinlich wird Stuttgart 27, auch ein Synonym für den Niedergang, den uns die EU und auch diese Regierung beschert haben. Ich könnte über die Deutsche Bahn reden, immerhin, sie ist heute wieder im Betrieb mit ihrer Unpünktlichkeit. Ich könnte über die Bundeswehr reden, über die Flugbereitschaft, ich lasse es. Deswegen sage ich einfach nur SPD, oje, oje, meine Damen und Herren. Deutschland, und darauf möchte ich schon eingehen, geht immer von dem Irrglauben aus, nicht wir, aber der Rest der Republik, Integration sei durch das Land, die Gesellschaft oder gar durch den Staat, wie so vieles zu regeln. Heute ja auch Subventionen für schlechte Energiepolitik, Subventionen, wenn es so mit anderen Dingen nicht klappt. Subventionen übrigens auch bei den Bauern, sehr viel. 40% von deren Einkommen sind Subventionen. Ob wir uns das lange leisten können? Ich weiß es nicht als Finanzer. Ich möchte ja eure Steuern senken. Tja, und hier liegt der Grundfehler.
des Systems zu meinen, wir müssen das bringen. Integration, meine Damen und Herren, ist eine zentrale Aufgabe der Menschen, die in unser Land kommen. Und das unterscheidet uns eben von den erfolgreichen Einwanderungsländern wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder gar Neuseeland, meine Damen und Herren. Unsere Anspruchshaltung von vornherein ist schon eine falsche. Nochmals, Integration ist eine Bringschuld und der Steiger hat so schön gesagt mit den Skis. Meine türkischen Freunde, die sind hierher gekommen, um dieses Land mit aufzubauen. Das ist, was ich will. Gründergeist mit anpacken und nicht fragen, wo gibt's Sozialhilfe und wo gibt's Bürgergeld, meine lieben Freunde. Das ist Deutschland, wie ich es mir wünsche. So möchte ich, dass ihr heute Abend hier rausgeht, dass wir ein neues Land aufbauen, ein neues, altes Land, das diese Tugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Toleranz, Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit, alles das verkörpert. Übrigens Sekundärtugenden, die Helmut Schmidt schon genannt hat und ein Typ namens Lafontaine gesagt hat, damit kann man auch andere Richtungsstätten eben führen. Das ist die SPD von heute. Sarah, mach, was du willst, aber du wirst stranden an dieser Stelle. Das prophezei ich dir dann auch. Und eins möchte ich dann an dieser Stelle auch persönlich sagen, und das ist für mich auch, wenn ich im Rheinland, wenn ich hier im Pott bin, etwas, der ein oder andere, der Ältere, und das möchte ich heute vorlesen, wird einen der größten deutschen Schauspieler Kurt Jürgens kennen und wie er des Teufels General einen Herrn Harras spielt. Und gefragt von jemandem, wie er denn den Rheinländer sieht, sagt er, ach, was kann da nicht alles vorkommen in einer alten Familie vom Rhein? Von der großen Völkermühle, vom Kelter Europas. Nach dem Vergleich mit dem Weinbau fährt Harras nun fort. Und jetzt stellen Sie dich doch mal in einer Ahnenreihe seit Christi die Rheinländer vor. Da war ein römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, braun wie eine reife Olive. Der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Und dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie. Das war ein ernster Mensch. Der ist noch vor Heirat Christ geworden und hat die katholische Haustradition begründet. Und dann kam ein griechischer Landarzt und ein keltischer Legionär, Graubünder Landsknechte, ein schwedischer Reiter, 30-jähriger Krieg, ein Soldat Napoleons, ein desertierter Kosak, ein Schwarzwälder Flößer, ein wandernder Müllerbursch vom Elsass, ein dicker Schiffer aus Holland, ein Magyar, ein Pandor, Offizier aus Wien. Und ein französischer Schauspieler und ein böhmischer Musikant. Das alles, liebe Freunde, hat bei uns am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen, gesungen und Kinder gezeugt. Und der Goethe kam aus demselben Topf und der Beethoven auch. Ach, schaut lieber ins Lexikon, es waren die Besten, mein Lieber. Aber sie haben sich integriert und das ist das, was wir den Menschen vermitteln müssen, liebe Freunde. Und dann geht das auch wieder in Deutschland. Ich möchte kurz, ich habe gesagt Zahlen, eingehen auf die Studie von Professor Raffelhüschen, den ich sehr schätze. Er sagte, die Zuwanderung in Deutschland und so wie wir sie betreiben, ist gesamtwirtschaftlich mit etwa 5,8 Billionen Euro belastet. Diese Kosten im Übrigen resultieren aus einer Kombination, es klang an, jetzt kommt es wissenschaftlich, von geringen Beiträgen der Zuwanderer zu unserem Sozialsystem und einer wachsenden Nachhaltigkeitslücke in unserem sozialen Rentensystem. Eine Studie von ihm weist darauf hin, dass ohne, ich habe mich nicht versprochen, ohne Zuwanderung diese Lücke bei 13,4 Billionen liegen würde im Vergleich zu den derzeitigen 19,2 Billionen. Und daher resultieren diese 5,8 Billionen, meine Damen und Herren. Von Goldstücken sind wir also weit, weit entfernt. Frau Merkel und alle anderen, die das gesagt haben, hinsetzen, sechs, sie haben glattweg gelogen und die AfD zu Unrecht an die Wand gestellt. Denn wir waren es 2013, 2017, die gesagt haben, wir wollen keine Einwanderung in unsere Sozialsysteme, meine Damen und Herren. Das war unsere Botschaft. Was hat die linke mediale Herrschaft getan? Sie hat uns für das Wahre, für die Wahrheit, die hier von Herrn Raffelhüschen, und lesen Sie die Studie, Faktencheck,
Herr Raffelhüschen hat das auf den Punkt gebracht, was wir allerdings schon, und da ist die AfD eben schneller, ich glaube auch deshalb werden wir so verteufelt, 2013 und 2017 gesagt haben, meine Damen und Herren. Wir brauchen Integration als Bringschuld und eine Integration in den Arbeitsmarkt und dann die Bereitschaft der Menschen, unseren Way of Life, unsere Demokratie, unsere Grundwerte, unsere Tugenden als ihre eigenen zu bezeugen. Und ich glaube, deshalb sind die vielen Menschen aus Spanien, Portugal, der Türkei, Jugoslawien hierher gekommen. Und das war und ist, und natürlich im Pott die polnischen Einwanderer, das war das Erfolgsmodell Deutschlands. Und da knüpfen wir wieder an, liebe Freunde. Zum Schluss müsst ihr nachher noch ertragen, ich kündige es schon mal an, in der Karnevalszeit. Ich habe immer noch was mal gewollt und ich werde nachher versuchen, so ein bisschen in einer Karnevalsrede-Gedicht das ganze Elend in ein paar Zeilen euch hier zu Gehör zu bringen. Aber eins sage ich auch schon vorneweg, Migrationschaos 2015, CDU, das bist du. Dankeschön nach Herrn Merz und Frau Merkel, hätte ich beinahe jetzt gesagt, Herrn Merkel, Frau Merkel, wie auch immer, nochmals die Merkel-Jahre. Die Merkel-Jahre schließen wir jetzt, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt mit positiven Dingen weiter. Wir haben nämlich auch einen Geheimplan. Psst, also nicht weiter verraten. Als finanzpolitischer Sprecher verkünde ich heute, wir werden die Steuern senken, wir werden den Grundfreibetrag auf ca. 16.000 Euro anheben. Und wenn wir regieren, werden wir die Pendlerpauschale, die seit 20 Jahren unverändert irgendwo bei 30 Cent rumdümpelt, auf 50 Cent erhöhen, damit die Menschen, die den Karren hier ziehen, sich Arbeit auch wieder leisten können. Und liebe Freunde, damit sich Arbeit auch wirklich in diesem Lande wieder lohnt. Denn das tatsächlich tut sie sich nicht. Das ist nur eurem Ethos, dem Ethos der vielen Menschen, die ich hier sehe, die zur Arbeit gegangen sind, auch wenn sie mal einen Schnupfen haben, dem Ethos derer zu verdanken, die die Überstunden gemacht haben, auch wenn es der Firma schlecht geht. Alles das auch ist eine deutsche Tugend, ist eure Tugend der Menschen, die ich hier sehe. Und das muss belohnt werden und nicht durch Bürgergeld bestraft werden, liebe Freunde. Wir werden zu unserer Meinung stehen. Auch das sei den Medienvertretern hier ins Stammbuch geschrieben und dafür kämpfen, dass diese Republik ihr mediales Joch abwirft. Ihr seid mittlerweile zur vierten Macht im Staate geworden, aber ihr seid viel mehr verfassungsgefährdend als irgendein Treffen an einem See, liebe Freunde. Auch das werden wir ändern. GEZ kommt weg, auch das ist ein Versprechen an alle Menschen in diesem Land. Dieser Staat ist durch diese Altparteien durch und durch marode und ideologisch verblendet geworden, unter dem sanften Applaus und dem Begleitschutz der Medien und ihres Staatsfunktes. Jahrzehnte der konsequenten Negativauslese in der Politik haben es möglich gemacht, dass Totalversager, Bildungsabbrecher wie Baerbock, Habeck, Faeser, Lauterbach, ich kann es euch nicht ersparen, ist eine ganz schön lange Liste, ist grausig, ne? Scholz, Lambrecht, aber Martin hat gewarnt, es ist auch ein bisschen heute Mikroaggression dabei. Lang, Roth, Kühnert, etc. politische Funktionen übernommen haben. Dadurch ist der Staat nicht nur kognitiv insolvent, sondern auch handlungsunfähig geworden. Und nochmals, ich glaube, das Chaos der letzten Jahre, Stuttgart 21, der sogenannte Flughafen in Berlin, die A45, und ich hoffe, die Landtagsfraktion wird das mit Herrn Wüst noch alles aufklären können, stehen dafür Pate, meine Damen und Herren. Hätten wir normale Verhältnisse in diesem Land, wären diese Menschen überhaupt nicht an die Macht gekommen, meine Damen und Herren. Und ohne diese Menschen, die ich genannt habe, wären nicht mindestens 10 Millionen Versorgungssuchende in unserem Land geringer. Das würde für sie bedeuten, eine deutlich geringere Steuerquote und auch die Möglichkeit, endlich eine Unternehmenssteuerreform durchzuführen. Denn die Unternehmen laufen ja nicht nur wegen der Energiepreise weg. Die Unternehmen laufen weg, weil wir seit über 5 Jahren mit einer Unternehmenssteuerreform, übrigens auch da ist die CDU stark im Labern und sie will und sie möchte und sie könnte und wenn sie dürfte, sie hätte es 16 Jahre lang tun können,
allein, sie hat es nicht getan. Unsere Unternehmen gehen eben auch weg, weil sie mit die höchsten Steuern zahlen, meine Damen und Herren. Und das bei diesem Aufwand. Und jetzt, und auch das sage ich heute, auch wenn ich mich vielleicht etwas unbeliebt mache, da bin ich als Hamburger in der Tradition von Helmut Schmidt. Wir müssen den Menschen und Arbeitnehmern auch mal wieder klar machen, dass man arbeitet. Und dazu gehört eine 35-Stunden-Woche nun mal auch nicht. Da gehört eine 38-Stunden-Woche dazu. Denn Ertrag kommt vom Fleiß, liebe Freunde, und nicht vom Zuhause rumsitzen. Wie sagte der Möchtegern Bundespräsident Steinmeier, wir brauchen mehr Mut, Probleme zu lösen. Der hat nun überhaupt keinen Mut. Ich halte ihm entgegen, meine Damen und Herren. Das habe ich mal so in der Schule gelernt. Leichtsinn ist kein Mut. Leichtsinn einer doppelten Staatsbürgerschaft, Leichtsinn offener Grenzen und auch Leichtsinn, auch das sage ich und mache mich gerne mal unbeliebt, ein Wahlrecht ab 16. Also meine Patenkinder wählen, ist auch kein Mut, das ist hochgradiger Leichtsinn. Aber es passt den Linken wieder in ihre Ideologie, damit sie vielleicht ihr Wahlvolk vergrößern können. Aber Gott sei Dank, auch das wird sich wahrscheinlich ändern, denn die letzten Prognosen haben ja gezeigt, überwiegend mittlerweile fangen an, junge Leute uns zu wählen. Also vielleicht bin ich dann mal Opportunist und sage, okay, denn doch Wahlrecht mit 16, damit wir die 50% bei der nächsten Bundestagswahl holen. Komme ich also noch mal zu den Thesen, die wir brauchen. Erste These, wir müssen Mut haben, alle zusammen. Das klang bei meinen Vorrednern an. Wir werden wirklich dieses Land grundlegend reformieren müssen und den Müll und Schutt, den ideologischen wie wirtschaftlichen, beiseite räumen müssen. Die zweite These, ich habe es eben klar gesagt, Arbeit egal von wem, vom Arbeiter, vom Angestellten, auch vom Mittelständler. Na klar, ich habe hier eben mit Mittelständlern gesprochen, mit Unternehmern. Arbeit, Risiko müssen sich wieder lohnen. Ich habe mal gegoogelt, ein bisschen gerechnet, das bleibt ja dann nicht aus. Ein 25-Jähriger, der etwa jetzt im Durchschnitt etwas über 3.000 Euro verdient, landet, wenn sich nichts ändert, in 40 Jahren mit seiner Rente unter dem Sozialhilfeniveau. Auch das, meine Damen und Herren, ist Deutschland, dieses tolle, bunte Deutschland. Aber auch gleichzeitig der Grund, warum die SPD da steht, wo sie steht. Und die gehört eigentlich unter 10%. Eigentlich gehört sie auch nicht mehr in den Bundestag. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich fange jetzt schon an, karnevalistisch zu werden. Spricht die SPD und Kevin von Gerechtigkeit, weiß der Facharbeiter, dass was von seinem Lohn nichts übrig bleibt, meine Damen und Herren. Oder, wie hat es Alfred Tetzlaff, ein echtes Original aus dem Pott gesagt, der Sozi ist nicht grundsätzlich dumm, er hat nur sehr viel Pech beim Denken. Das gilt aber mittlerweile auch für die CDU. Kommen wir zu einer dritten These, die ich vertrete, und ich glaube, die Partei geht da mit. Inzwischen erkennen das sogar viele andere an, auch in den europäischen Nachbarländern. Nur nicht die Italiener, die Franzosen, die Spanier. Jetzt wisst ihr, die dritte These, und dafür stehe ich, wenn ich finanzpolitische Verantwortung in diesem Land übernehmen sollte. Der Euro muss weg. Punkt aus. Der Euro muss weg. Auch hier, liebe Freunde, ist ja schon fast pervers, muss man ja sagen. Auch hier sind wir an die Wand gestellt worden, was wir doch für Populisten seien. Und der Euro ist doch so ein dolles Friedenswerk. Nein, der Euro hat eine Währung zu sein. Der Euro hat zu funktionieren. Und der Euro, meine lieben Freunde, ist zum Teuro. Er ist zur Sozialtransferwährung verkommen, mittels derer das Vermögen der vielen deutschen Steuerzahler und der Menschen, die hier arbeiten. Und mit deutschen Steuerzahlern meine ich genauso meinen türkischen Grünhöker um die Ecke, den türkischen Friseur, die hier Steuern zahlen, Arbeitsplätze schaffen. Meine Damen und Herren, da wird unser Geld bunt durch Europa verteilt, ohne die EU-Politiker haben es euch bestimmt schon erklärt, es ein Kontrollen gibt. Meine Damen und Herren, damit muss Schluss sein. Lasst uns mit Österreich, mit den Niederlanden und mit anderen Staaten, meinetwegen auch mit Finnland, eine einheitliche Währung aufbauen, damit diesem Spuk ein Ende gesetzt werden kann. Denn auch für den Euro gilt, Politik, die den Bezug zur Realität verloren hat, ist ein Stück weit wie Diktatur. Und ich glaube, auch deshalb sind unsere Bauern und viele Menschen mehr mittlerweile auf der Straße. Sie haben dieses Gefühl, dass wir durch die Medien, durch diese Einheitsbrei-Politik in eine Art von Politdiktatur kommen. Denn es ist doch völlig egal,
wenn wir jetzt beispielsweise wählen und sagt die CDU doch ohne irgendwelche Schwierigkeiten, springe ich halt mit den Grünen ins Bett. Macht mir doch nichts aus. Hauptsache, ich bin Ministerpräsident, gell, Herr Wüst? So ist es doch in diesem Lande. Wenn Sie etwas, und das sage ich auch den vielen neuen Menschen hier, wirklich ändern wollen, dann machen Sie zukünftig Ihr Kreuz bei der AfD. Denn Sie sehen ja, wir wirken jetzt schon in der Opposition, wie sich diese Herrschaften drehen. Aber machen wir weiter und gehen zusammen auf die 30% entschlossen zu. Ich weiß nicht, Freunde, wie bin ich in der Zeit? Wie viel habe ich noch? Wie viel habe ich noch? Halbe Stunde? Vor eine Stunde, 5 Minuten, okay. Ja. Passt schon. Das hat ein großer deutscher Dichter gesagt und ich glaube, das hat Martin sehr schön eben beschrieben. Wenn wir die 13 Jahre und viele von euch kenne ich als Weggefährten der ersten Stunde. Da muss ich sagen, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich diesen Spruch sage, weil ich glaube, er wird im nächsten Jahr, Stefan hat es eben genannt, Realität. Und da kriege ich wirklich Gänsehaut, dass wir vielleicht, nein, wahrscheinlich, den ersten Ministerpräsidenten stellen. Ein großer deutscher Denker hat gesagt, und das trifft zu, wer Geduld hat und das Recht, für den kommt auch die Zeit, liebe Freunde. 2024 wird unsere Zeit. Unsere Zeit, liebe Freunde, ist gekommen. Tja, und nun müsst ihr es ertragen, ich kann es euch nicht sparen. Jetzt gehe ich unter die Karnevalisten. Kölner sind auch hier, also vielleicht darf ich ja dann doch mal irgendwann bei einer Karnevalssitzung auch vorne auftreten. Lieber Dieter Nuhr, oft schön gesprochen, laut gebellt, so kritisierst du nun die Welt. Nur deine Lösungskompetenz, die ist anscheinend sehr begrenzt. Benennst Probleme und das Chaos, kritisierst die Politik. Nur der Blick zurück. Und wer da schon vor lange warnte, der schlägt fehl, wie bei der Gouvernante, genannt auch WDR. Kannst die GEZ-bezahlten und bestellten Schreiber alle gleich vergessen, wie in der DDR. Beispiel? Habeck kommt nicht von der Fähre. Die Medien schreien Staatsaffäre. Anschlag auf die Spitze. Leute, habt ihr eigentlich noch Ehre? Habt nichts von euch gehört bei Tino und der Spritze. Ach so, den darf ich nicht vergessen heute, liebe Freunde. Heidenwang, sein Name ist. Den Typ habe ich echt quer gefressen. Ich frage mich immer, wo du bist. Wenn die Regierung, egal welcher Couleur, ganz links beflissen und besetzt, mit Parteienfinanzierung, KTF und Wahlgesetz, die Verfassung eklatant verletzt, meine Damen und Herren. Stimmt, du sperrst die Leute lieber weg wie bei Schnupfen. Da bist du ganz still, denn als VS-Chef tust du nur, was die rote Nancy eben will. Gerne, eine Minute habe ich noch. Eine Wahlempfehlung gibst du im TV. Was bist du nur für ein eitler V? Du gehörst nun abgeschafft, die Bürger haben es längst gerafft. Dein Amt gehört verboten, da es permanent unser Grundgesetz verletzt. Bleib du bitte nur in Wuppertal, bevor du gegen Freiheit und Opposition weiterhetzt. Nein, die AfD hat vor alledem gewarnt, was in Deutschland nun passiert. Ob Teuro, Strom und Inflation und auch die Migration. In 2024, liebe Freunde, wird der Wähler uns belohnen. Vielen Dank. Lasst uns also alle rausgehen und Deutschland und damit auch Europa zum Besseren verändern. 2024 kann kommen und ihr seid dabei und ich freue mich drauf.